Herzlich willkommen bei Helden machen Schule. Mein Name ist Janis Dirksen und heute geht es um Stefan Raab. Stefan Raab ist ein Ausnahmetalent. Er hat damals angefangen, in der Metzgerei seiner Eltern eine Ausbildung zu machen zum Metzger und hat parallel Rechtswissenschaften studiert, 5 Semester, und hatte aber eine Leidenschaft und das war die Musik. Er hat sich relativ früh schon als Musikschaffender selbstständig gemacht und Werbejingles verkauft an Fernsehsender und an Fernsehprogramme. Ja, das ist die Musik, die nur ein paar Sekunden lang ist und die zum Beispiel eine Sendung einläuten. Ja, so die musikalische Identität einer Sendung. Hört, es gibt auch viele Radio-Jingles. Und er hat diese Musik gemacht und an Fernsehsender verkauft. Und dann so Anfang der 90er hat er Viva angeschrieben oder angesprochen, den Musiksender, und wollte denen seine Jingles anbieten. Und im Endeffekt kam er dann zu einem Casting und wurde Moderator. Er kam, um Musik anzubieten, und erhielt am Ende einen Job als Moderator im Fernsehen. Und hier beginnt die Fernsehkarriere von Stefan Raab. Und er ist immer noch aktiv im Fernsehen, von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Wochenende auch mit verschiedenen Shows. Und er ist jemand, der meiner Meinung nach außergewöhnlich authentisch ist und zwei Dinge ihn auszeichnen, die man bei wenigen anderen findet. Und zwar einmal ist es sein Humor. Er nimmt seinen Humor und macht da eine Show raus, TV Total. Und man findet seinen Humor auch in seiner Musik. Es gibt Songs, die er gemacht hat seit den 90er Jahren. Sein erstes Album kam 1990 raus. Aber es gibt so ganz lustige Songs, so Sachen wie Öla Palömer, dann gibt es Birdie Birdie Vogt, dann gibt es Wir kiffen, dann gibt es Hast du mal eine Buddel Bier? Und alleine die Titel sind einfach mal schon so anders als alle anderen Musiktitel, weil jeder nimmt in seinem Titel irgendwas Ernstes. Zumindest etwas, was man versteht und nicht Öla Palömer. Und er nimmt einfach seinen Humor und schafft damit Produkte, die andere, wo sich andere dran erfreuen können. Und auch seine Sendung TV Total ist ja so ein Produkt, wo sich andere erfreuen können, wo er seinen Humor teilt und über die Jahre jetzt so ein Standbein in der deutschen Fernsehkultur aufgebaut hat. Und das Tolle finde ich, er ist so lange jetzt dabei. TV Total ist über 10 Jahre alt, ich glaube sogar 15 oder sogar wahrscheinlich sogar noch länger. Und seine Fans sind mitgewachsen. Ja, man wird ja auch älter, aber gleichzeitig ist er immer noch im Puls der Jugend. Das sieht man ja in seinen Sendungen, wenn er in dem Kiosk nach diesem Wochenprogramm fragt, was am Wochenende läuft, dass viele junge Leute TV Total gucken. Und es ist sehr schwierig für eine Fernsehsendung oder auch für eine Person, die ja auch älter wird, immer noch Trend zu sein bei den Jugendlichen. Und er hat das geschafft und ein Hauptelement, das geschafft zu haben, war sein Humor. Und ein anderer Bereich, den ich unheimlich stark finde an Stefan Raab, ist seine gnadenlose Komfortzone, die gar nicht mehr... Er hat die Gewohnheit aufgebaut, außerhalb seiner Komfortzone zu sein. Und er macht Dinge, wovor andere eigentlich Angst haben. Diese ganzen Events, die er aufgebaut hat, sowas wie Schlag den Raab oder Turmspringen, wo er Dinge macht, die er eigentlich gar nicht professionell kann. Er ist ja kein ausgebildeter Sportler. Sport ist ja nicht seine Leidenschaft, nicht seine wichtigste Leidenschaft. Und er geht trotzdem in diese Wettkämpfe voll rein, mit dem Wissen, dass er verlieren kann und sich bloßstellen kann. Aber er lebt in diese außerhalb der Komfortzone. Und man sieht das in der Zeit, wo er einmal beim Super Bowl sein Studio eine Woche nach New York verlegt hat. Er braucht das Leben außerhalb der Komfortzone. Das Einfache, das Vorhersehbare, das Langweilige, da geht er ein. Der braucht dieses Abenteuer. Dann geht er einfach raus mit seinen Jungen, stellt sich auf die Straße und spielt da kölsche Musik. Er lebt außerhalb seiner Komfortzone. Und er macht sich selber auch zum Affen in seiner Sendung. Und er braucht das.
Er braucht dieses Abenteuer. Und dieser Punkt, dass er Dinge tut, wo er wirklich eins auf die Nase kriegen kann und ja auch bekommt und auch hinfällt, aber immer wieder aufsteht mit einem Lächeln, und der Humor, diese beiden Faktoren machen ihn für mich außergewöhnlich und zum Helden, weil er über all die Jahre immer noch das tut, was er gerne macht. Er lebt seinen Humor, er lebt seine Individualität und er teilt es mit der Welt, zumindest mit der deutschen Welt. Und etwas ganz Tolles ebenfalls dazu, dass er kein Ego hat. Wenn man sich mal anschaut, wer in seiner Fernsehshow schon war, an Promis, an Stars, über die Jahre, da findet man eigentlich jeden im Bereich Musik, Schauspiel, jeder, der mal in Deutschland war, an großen Stars aus Hollywood, ist auch in seine Sendung gekommen. Und bei vielen kann es passieren, dass man stolz wird und ein Ego aufbaut und sagt, ich bin was Besseres. Und er ist genauso wie ganz am Anfang bei Viva, Anfang der 90er Jahre, wo er angefangen hat. Er ist immer noch der Bodenständige, der nah am Volk ist und gleichzeitig aber auch mit diesen ganzen Promis sich die Hand reiht. Und das finde ich außergewöhnlich. Wir freuen uns auf eure Kommentare unter dem Video. Mein Name ist Janis Dirksen. Vielen Dank.